Was geht ab, meine Ossi-Fighter Hoser hier, und heute mit den Summons zum neuen Dokkan Fessel Piccolo. Ein richtig geiler Charakter auf jeden Fall und ein richtig gutes Banner, Freunde. Alle Featured SSR sind wirklich gut. Wir haben den neuen Piccolo drin, wir haben Nail. Beide in einer Rotation wäre wirklich geil, wenn wir das quasi machen könnten, wenn wir das showcasen könnten. Wir haben Transforming Vegeta, wir haben Evo Vegeta, wir haben Metal Cooler, wir haben Tarts und Super Saiyan 3 Vegeta Ize als Featured Charaktere. Das sind wirklich... Alle Featured Charaktere sind wirklich gute Charaktere. Und es hat halt, ich habe es an einem Video schon mal gesagt, ja, das Banner ist so gut und es ist, denke ich, jetzt reine Annahme, so nicht ohne Grund so gut. Denn wir erwarten ja auf beiden Versionen die 300 Millionen Download Celebration. Ende August, Anfang September. So um den Dreh herum, falls es wie letztes Jahr wird, Freunde. Denn letztes Jahr nach dem Jubiläum auf Global kam quasi, nach dem Jubiläum selbst, nach Vegito Gogeta, für 2-3 Wochen Tarts online mit einem Filler-Banner und dann kam an Ende August, Anfang September die Jubiläum-Banner und auf JP war, glaube ich, C17 zu der Zeit online, so um den Dreh herum. Könnt mich gerne korrigieren, falls was anderes war. Jedenfalls, was will ich damit sagen, falls ihr sparen wollt, falls ihr das Ganze skippen wollt, könnte man das schon machen. Ist ein gutes Banner, aber behaltet das im Hinterkopf. Falls ihr es haben werdet, Freunde, wie gesagt, ist nur eine Empfehlung von mir. Ihr könnt es annehmen, müsst es nicht, aber falls ihr es haben werdet, falls ihr Piccolo wollt, so wie ich, und ein Versuch startet, wünsche ich euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Ich habe tatsächlich schon Versuche starten können. Ich habe schon 2 Multis raushauen können in den letzten Tagen. Diese würde ich euch gerne zeigen und dann hauen wir hier noch weitere Multis raus. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich habe ein gutes Gefühl, ob es uns trügt oder nicht. Okay, die Animation gibt schon mal nichts her. Ah, jetzt bin ich gespannt, Freunde. Ja. Okay. Oh je, Schrift sagt jemand. Good luck, danke schön, Freunde. Komm erstmal G's ran. Mit seiner schönen Pose. Der, den niemand kennt. Sabon. Okay. Nail. Aber der falsche. Ah, leider kein Bates. Piccolo. Aber der falsche. Ach so. Okay. Dein Ernst? Dein Ernst? Dein Ernst? Geiles, gutes Gefühl gehabt. Ja, haut rein. Viel Spaß noch im Stream. Mach schön, ciao. Den einen Multi wolltet ihr noch. Den macht man. Mit den Voice Drops. Ich hoffe einfach nur, dass wir zumindest mal einen Featured Charakter ziehen, okay? Also. Predicts könnt ihr raussuchen. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir auch auf jeden Fall gerne eure Glück wünschen. Hashtag Piccolo. Und das... The Place. Das ist der Piccolo Cosplay. Unser Turban haben wir oder unsere Klamotten haben wir weggeschmissen. Die Animation sagt mal wieder alles. Der Shaft. Die Animation sagt wieder: Nimm diesen Shaft an und lauf, Junge. Nimm diesen Shaft an und lauf. Mann, wieso bekommen wir keine gescheite Animation? I don't wanna know. GG, Leute. War schön. Ach so. Ja. Ey, dieses Spiel. Ella Broly. Der F. War geil. Ja, so viel zu den 2 Multis. Also ich hatte eigentlich wirklich ein richtig gutes Gefühl, so ist nicht, aber wir wurden da leider in den 2 Multis geschäftet. Hat trotzdem so im Feeling, so wenn man die Randoms so im Stream raushaut, ist trotzdem auf jeden Fall eine geile Sache. Also cool, dass ihr da am Start wart. Die auf YouTube, die das noch nicht gesehen haben, haben es jetzt quasi auch gesehen. Dementsprechend, Freunde, Piccolos Banner. Ich würde sagen, wir hauen noch Multi raus. Aus dem Banner kann ich alles verwerten. Aus dem Banner würde ich liebend gern alles annehmen. Aber speziell du, Piccolo. Du, der mich genauso anschaut. Genauso. Leute. Piccolo, komm schon. Piccolo. Ich will da, um ehrlich zu sein, auch nicht allzu ham gehen, um ehrlich zu sein. Ne? Denn Piccolo ist auf jeden Fall genial. Also ich finde ihn richtig gut als Charakter. Aktuell halt spielt man ihn auf jeden Fall in seiner eigenen Kategorie. Aber ich würde das Ganze einfach gerne showcasen. Er in der Rotation mit Nail, richtig gut. Andere Rotation zum Beispiel LF4-Fahr Vegeta mit Transforming Vegeta. Hätten wir kein Sum-Video ohne ein Great Ape, oder? Ich meine,
Wegen dem Namen kann ich da eigentlich auch nichts zu sagen. Aber FIFA Vegeta Transform Vegeta in einer anderen Rotation in seinem Team. Und dann hätte man noch zum Beispiel Easy 8 Tech Vegeta Blue, den man rein rausrotiert als Supporter. Und man könnte Super Vegeta AGL mitnehmen, auch als Supporter. Er supportet AGL physisch und Shen Charaktere. Und in Rotation sind ja diese Typen vertreten. Und er hätte zusätzlich Z-Fighter für Piccolo. Diese Konstellation würde ich einfach liebend gerne showcasen. Deswegen, Piccolo. Und das Problem ist halt, Nail, zwei Charaktere. Aber wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann droppt doch auf jeden Fall, Freunde. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat oder im Endeffekt gefällt, könnt ihr Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben. Ich dachte gerade, höre ich da gerade irgendwas? Läuft da gerade? Abonniere Zero. Nee, okay, ich bilde mir schon Sachen. Nein, nach dem ganzen Shift, keiner weiß. Ja, dann könnt ihr auch so auf den Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben, Freunde, falls ihr neu seid. Wir versuchen gerade die 30.000 Abonnenten zu erreichen. Dürft ihr ganz auf jeden Fall auch gerne ein Abo da lassen und gerne mit anpacken. So wie. Wir haben keinen einzigen Featured-Charakter gezogen aus drei Multis. Aus drei Multis. Junge Piccolo, ey. Was ist mit dir los? Schau mich nicht so dumm an. Drop einfach, okay? Andere Sache, Freunde. Wir haben darüber auch in den Stream gesprochen. The Truth hat aus 3000 Stones nur einen Piccolo gezogen, den neuen Charakter. Also bei allem Respekt, ich bin immer noch kein Befürworter für das, wie es mit den Summon abläuft, sage ich mal, in so einem Gacha-Game oder an sich in Dokkan. Ich würde auf jeden Fall eine Garantie wollen, weil aus 3000 Stones einen Piccolo, den neuen Charakter, klar hat er zuvor wirklich was Gutes gezogen. Wir haben eine Kombi, aber man will halt den neuen Charakter. Wisst ihr, was ich meine, wenn der Charakter rauskommt? Und da so eine Garantie wie ein Blazing, wenn man die hat, die ist, Freunde, das ist, nimmt man auf jeden Fall an, so. Das sind dann dennoch 9 Multis, wenn man so konvertieren würde. 9 Multis sind viel, aber dann hat man halt den Charakter. Und zuvor kann man ja auch gut was ziehen. Oder zum Beispiel mal so Steps einführen, wo eine der vielen Charaktere zumindest garantiert ist. Oder die Rates für einen erhöht werden und so fort. Das ist deutlich besser, als dass man sich dumm und blöd sammelt. So, wisst ihr, was ich meine? Naja, wir hatten jetzt zumindest mal eine Kombi. Wir sind kurz ein bisschen ausgeschweift. Sorry dafür. Bitte, Combination. Lass es einfach ein Featured Charakter sein, weil alle Featured Charaktere sind gut. Geh nicht in Gott. BD. Warum habe ich gesagt, geh nicht in Gott? Üblicherweise vom Gift. Ja, Mann! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab's gerade. Okay, ich nehme alles zurück. Vom Gefühl her ist die God Animation hat legit 3 nicht featured Charaktere. 3 SSR mindestens. Gibt ihr die God Animation, aber vom Gefühl her sind es immer nicht featured. Jetzt hatten wir zumindest Nail und 2 weitere SSR haben noch. Ich will ja nicht sagen, aber ich habe einen Dream. Wenn hier noch Piccolo droppt, dann hätten wir alles, was wir brauchen. 2 SSR, Freunde. 2 SSR. Ich habe Nail kurz nicht erkannt. Piccolo, komm schon. Komm schon, Piccolo. Vegeta! Evo Vegeta. Allein das ist schon ein Erfolg, Freunde. Das ist der Dupe oben links für Evo Vegeta auf JP. Allein das ist schon ein Erfolg. Okay, die God-Animation ist an der sich für mich gewesen. Auf jeden Fall total. Oh, das freut mich. Die God-Animation hat... Oh, ich dachte gerade, diese Silhouette kam mir gar nicht bekannt vor. Klar, es war Nail. Aber SR Nail, die ich, by the way, für die SA für den Nail nutzen werde. Kein Bait. Wir haben noch den GSSR, welcher ist es? Wenn der featured ist, wäre es viel zu viel verlangt. Ah, okay, der ist gut. Der ist immer gut. Muten Roshi, sehr schön, Freunde. Das waren doch auf jeden Fall deutlich bessere Multis als die zuvor. Ich mache hier einfach mal einen random Cut rein, weil ich weiß nicht, wann ihr das Video sehen werdet. Und vielleicht bekommen wir noch Platz 1 Stones oder ein paar Stones. Deswegen könnte es durchaus sein, dass noch ein paar weitere Multis folgen werden. Ich bin gespannt, Freunde. Erstes Mal zu der Reporterin, die wir alle Kontrolle haben. Oh! Als ob. Hashtag ein Single Summon. Als ob. Diese steht jetzt. Hashtag ein Single Sum, komm schon, 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 Dokkan exklusiver. Nein! Was war das gerade für ein Single Sum, Freunde? Da bekommt man halt echt in einem Single Summon eine Dokkan exklusive Animation und dann ist es einfach der dreifache Vegeta. Das gibt's doch nicht! Jeden anderen Dokkan exklusiven hätte ich sowas von angenommen und dann ist es tatsächlich er. Da muss auf jeden Fall noch ein Multi raus, Freunde. Wenn in einem Single-Summon eine Dokkan-Extreme-Animation kommt, wenn das Glück gerade da ist, da muss auf jeden Fall noch ein Multi raus. Da muss auf jeden Fall noch ein Multi raus. Aber jetzt will ich keinen dreifachen Vegeta sehen. Jetzt wollen wir Piccolo sehen. Komm schon, Nail haben wir in der Tasche.
Ah, Piccolo. Piccolo, kommen Sie. Jetzt haben wir noch einen Dokkan Extreme tatsächlich am Start. Wenn ich jetzt wieder den Dreifachen sehe, dann weiß ich auch nicht, was für ein Glück ich habe. Oh, wenn es jetzt der Nochmal ist. Okay. Pff, immerhin Tarz, ey. Überleg mal, dass er wieder der dreifache Vegeta. Ja, wenn das wieder der dreifache wäre, das hätte ich nicht mitgemacht. Das hätte ich legit nicht mitgemacht. Aber gut, Tarz war noch am Start in diesem Multi. Das hat mich gefreut. Ihr seht schon, 40 Stones. Da wird demnächst noch einer fließen. Auf den bin ich dann gespannt. Oder wisst ihr was, Leute? Komm, ich kann da nicht drauf warten, ey. Der Boy Piccolo. Da warte ich nicht die Tage drauf. Wir hauen hier schön. Wir haben dann ein schönes, gutes Summon-Video mit vielen Summons für Piccolo. Und das war's dann auch. Ein Summon-Video für den Boy am Start. Da will ich das nicht allzu sehr schnibbeln, knibbeln, über ein paar Tage aufteilen. Wir machen das jetzt, Piccolo. Wir machen das jetzt mal, Boy. Jetzt haben wir gerade Glück und das muss ich ausnutzen. By the way, ist der dreifache Vegeta gerade auf 100% gekommen. Ja, so viel dazu. Aber apropos Vegeta. Ja, Mann! Ich sag doch, wir haben gerade Glück, das müssen wir annehmen. Verdammt nochmal, jeder Featured-Charakter, jeder Dokkan-Exil-Charakter ist in diesem Banner verdammt nochmal gut und ich kann jeden verwerten, außer jetzt den dreifachen Vegeta. Ich will den nicht mehr sehen. Okay. Ja! Den will ich sehen. Den will ich sehen. Ey, wir ziehen. Okay. Der heutige Tag ist Glück, Freunde. Ey, gut, Freunde. Ist es gerade ein Troll? Alter, das ist doch gerade nicht dein Ernst. Okay, ich habe Evo gezogen. Der. Geil. Wieso gibst du. Gib mir doch. Das könnte Piccolo sein. Oh mein Gott. Was ist das? Mir fehlen die Worte. Ich wollte gerade sagen, ich habe wieder Glück. Richtig geil. Also, ich habe auch Glück. Ich ziehe richtig gut gerade. So ist nicht. Aber was will ich mit diesem dreifachen Vegeta, verdammt? Was? Ich heul gerade, wenn ich den noch einmal sehe. Der ist auf 100% Game. Das, alle Featured Charaktere, Freunde, sind gut. Vor allem die Dokken-Exklusiven. Aber der ist vorbei. Geh zur Seite. Mach Platz für Piccolo. Dafür sind wir da. Dafür sind wir da und nicht für irgendjemand anderen. Let's go. Oh mein Gott, aber wir hatten gerade. Also, boah. Die Puls gerade waren übertrieben gut. Ja? Vor allem aus dem Single ein Dokken-Exklusiven bekommen. Dann, Tals, Evo und halt nochmal den, ja, der Dreifache, ey, ich kann den legit nicht mehr sehen, wenn er kommt. Das ist gerade richtig Buan-Feeling in Legends. So richtig Buan-Feeling in Legends ist das gerade, ne? Aber, let's go. Haben wir noch was Gutes oder war das zu viel schon vom Guten? Haben wir hier noch was oder war das schon zu viel? Komm schon, ein Piccolo. Verdammt, das war wohl zu viel heute. Zu viel Glück. Ah, verdammt. Schade. Ah.